In der Woche vom 14. bis 20. Februar gibt Förde als Local Hero der Kulturhauptstadt seine kulturelle Visitenkarte ab. In Förde sind es hauptsächlich Vereine und Organisationen, Bürgerinnen und Bürger, die sich für ihre Stadt einsetzen und sie lebens- und liebenswert gestalten. So ist auch das Programm der Local Hero Woche hauptsächlich ein Produkt der vielen Freiwilligen, die sich für die Förderkultur beispielhaft stark machen. Wie zum Beispiel Andrea Elis. Frau Elis, was findet heute in der Pauluskirche statt? Unser Thema ist, weißt du, wo der Himmel ist? Wir haben gedacht, wir sind hier Niederrhein und Ruhrgebiet und wir wollten das Ganze, dieses Kulturelle mit dem Religiösen etwas verknüpfen und daher das Thema. Mit diesen Lampen hat es Folgendes auf sich. Wir wollten halt die Kirche von außen schon beleuchten und haben gedacht, wie stellen wir es denn hin? Und so haben sich Grundschüler, Kindergartenkinder, Firmlinge, Messdienergruppen an dieser Aktion beteiligt und haben die Tüten bemalt. Und da stehen halt, jetzt haben wir Sand rein, stehen Teelichter drauf und die werden heute Abend, damit die Leute kommen, dass sie schon mal direkt freundlich empfangen werden. Freundliche und kundige Helfer vom Deutschen Roten Kreuz haben ein Versorgungszelt bereitgestellt und liebevoll dekoriert. Hier haben die Besucher der Pauluskirche die Gelegenheit, sich aufzuwärmen. In der Feldküche steht heute Himmel und Erd auf dem Speiseplan. Heute steht die Nacht der offenen Gottes- und Gebetshäuser auf dem Programm. In der Pauluskirche unter dem Motto: Weißt du, wo der Himmel ist? Zum Auftakt nach der Heiligen Messe intoniert das Orchester der Musikschule Förde Mozarts Zauberflöte. Orgelmusik, gregorianische Gesänge und Texte, Bilder und Illuminationen im Kirchenschiff sind weitere Programmhighlights in der Nacht der Lichter. In der unmittelbar am Rheinufer gelegenen evangelischen Kirche in Götterswickerhamm wird die Lichtskulptur Himmelsleiter mit einem Festakt illuminiert. Zahlreiche engagierte Gemeindemitglieder und Helfer haben eine festliche und freundliche Atmosphäre geschaffen, die dem Abend einen wirklich würdigen Rahmen verleiht und zum Verweilen einlädt. Offene Gottes- und Gebetshäuser für alle. In Förde ist Ökumene kein Fremdwort. Der Künstler Erwin Wiegerling hat mit seiner ausgefallenen Lichtinstallation ein temporäres Objekt im öffentlichen Raum geschaffen. Sie wird noch bis zum 5.2.2011 an der Pforte der evangelischen Kirche den Weg nach oben weisen.